Magic Arts. Und dann machen wir einmal Happiness Gift auf Mao. Spezialverteidigung produziert. So, was machen wir? Sack. Okay, perfekt. Genial. Finde mal Sack in Aktion. Und Hilda macht mal Full Bloom. Alle mal wieder heilen. Und ihr seht, warum ich Hilda als Supporterin auch mit dabei habe. Au! Das nenne ich bitter. Wie Sir Pirate LP sagen würde. Terra-Extrakt, bitte. Wir machen mal das Serenata. Perfekt. Wir machen einmal Hearted auf Dana. Verdammt, was fail ich jetzt halt so rum? Dann hake ich wieder eben mit Bilder. Hauptsache, die kommt von ihrem Stock runter. Oh ja, das macht jetzt halt gut Schaden. Ja, dying. Da. Was machen wir am besten? Ah, wir hauen mal Red Bounce raus. Adios! Oh, schon wieder Black Hole, aber wenigstens besser als Hail Crest. Nun mach einmal Sake. Oder du machst kein Sake, mach einmal Gnadentalisman, einmal Red Nova. Naja, passt. Perfekt. Was machen wir hier mit dir? Du machst einmal Red Nova. Oder auch nicht. Dann packe ich meine ganze MP auf Ricardo. Perfekt. Oh, bitte stirb jetzt nicht, Ricardo. Das
war knapp. Stellar Magic, hast du zufällig noch Search? Aber du hast Arcure bei dir. Das setzen wir mal gleich mal. Perfekt. Jetzt machen wir einen Doppelangriff. Erstmal Rage. Oder wir machen erstmal Dings, genau. Einmal Machine Gun of Destruction und einmal Flammenwerfer of Destruction. Perfekt. Friss Flammen, du Stiftdreck. Oh ja, mach Schaden. Das nicht zu knapp. Schaden. Schluck das. Ich werde jetzt halt aber mal trotzdem mal lösen. Es wird mir alles zu risky. Stellar Magic, Arcure und einmal Handy Tool. Verdammt! Oh, ich bin überhaupt nicht an schnelle Ringe gewöhnt. Okay, das ist Ricardos Ende. Das war zu erwarten, dass er die Kombo nicht überlebt. Aber ein Glück gibt's ja sowas wie Sake. Wir haben zum Glück Mauda und der halt erstmal Ricardo und dann machen wir einmal Hohblumen und dann sollte das auch wieder in Ordnung sein. Sehr schön. So. Nochmal Phone Call auf Dave. Perfekt. Lenny. Ja, ich bin die schnellen Ringe überhaupt nicht gewöhnt. Ganz ehrlich. Aber dann ist mir jetzt durch. Ja, wir können wieder eine Serenade machen. Genau. Was kriegen wir denn? Wir haben Grief noch gar nicht aus. Passion haben wir noch gar nicht ausprobiert. Machen wir mal. Perfekt. Don't cry, baby. Oh, das ist gut. So. Das ist ein Hard Hit. Ja, 200 Schaden, ey. Geil. Wir machen einmal Blumen, genau. Ich will das jetzt in einem Video möglichst beenden. Gibt's heute mal ein paar in Überlänge? Weil ich schneide es je nachdem. Gar so lang wird, aber naja. Wir machen das schon irgendwie. Wir machen das schon irgendwie. So. Serenada. Wir machen einmal Search auf dich, Ricardo. Wir haben jetzt dein möglichstes Maximum raus. So.
der reine Extrakt auf Johnny. Here we go. Ich gehe lieber auf Nummer sicher und ist vielleicht Entrance. Oh ja, Arcgale ist gut. Arcgale. Keep it steady. Combo. Und zwar wobei wir machen mal Doppel. Genau. Einmal Barrier auf Ricardo und einmal okay, wir machen wieder einmal Mana Wurzel auf Hilda. Und dann haut sie mal ein. Ich kann trotzdem nicht Entrance einsetzen. Verdammt! Dann machen wir noch einmal Red Nova. Um den Stock ein bisschen runterzuhauen. Perfekt. Perfekt. Ah, Hail Crest of Mau. Das kann mir egal sein. Das kann mir egal sein, weil das ist nicht gar so wie beim Mau. Okay. Jetzt machen wir wieder einen Doppel-Serenaden-Angriff. Einmal Gerd's Letter. Perfekt! Wunderbar! Wir hauen jetzt halt den Boss windelweich, aber nun gut. Und ich muss noch heute noch Dings aufnehmen, den zweiten Teil des Horror Projects. Aber den seht ihr ja eh dann am nächsten Tag, von daher. Wir machen das schon, das passt. Okay, Handy Tool. Wir benutzen Redbound. Und wir benutzen Skip. Perfekt. Ich hab schon gedacht, das packen wir mal. Ah, okay, ich muss die Kombo mit Hilda abschließen. Soll mir recht sein. Stella Magic. Du machst einmal Serenada mit Girls Letter. Die Kombo muss jetzt sitzen, ansonsten kann es sein, dass ich richtige Probleme bekomme. Zwecks, weil die Stockleiste von Dana aufgeladen ist. Oh, wir machen übelsten Schaden. Das ist eine wahre Freude. So. Perfekt. Wir machen jetzt dann noch Grand Slam, genau. Perfekt! Ah, ich hätte... Oh ja, jetzt beginnst du dich zu buffen. Das wird jetzt halt böse. Aber was mich jetzt überrascht bei dem Boss, der hat jetzt halt nicht Dings eingesetzt. Er hat jetzt noch kein Dings eingesetzt. Wie heißt es? Black Hole. Nicht Black Hole, Spirit Ward. Focus.
jetzt. Ich hau jetzt mit allen drauf, was ich noch habe. Perfekt. Das ist so knapp. Perfekt, ja. Töte es, Lenny. Töte den. Kill the bitch. Yeah. Ja, Mann. Stirb. Geh sterben. We're way weaker than I thought. Oh yeah, wir kriegen einen Haufen Erfahrungspunkte, Cash und 350 Seelen. Oh yeah, das gefällt mir. Und es regnet Level up für alle. Und wir haben sau viele Seelen bekommen. Das ist das schönste Extra. Wir haben es nicht geschafft, beiden zu helfen. Ja, yeah. Es gibt also noch den Puppenspielerin. Wir können sie nicht so lassen, ohne ihr etwas zu sagen. Und überblenden heißt, ja. Ihr habt ihren Geist befreit, oder? Befreit. Nun, wenn du es so einsetzen willst, hört es das nicht so böse an. Aber dein Körper. Nun, ich hatte es irgendwie erwartet. Ich habe mich selbst damit schuldig gemacht, indem ich mit den Geistern der Verstorbenen rumgespielt habe. Wenn ich so in dieser Welt bleibe, wird mein Geist also auch irgendwann mal böse werden. Und bevor das passiert... Es tut mir leid. Ich kann nichts für dich tun. Das stimmt nicht. Das Zumindeste, was ich tun kann, ist dir ein Zeichen meiner Anerkennung zu zeigen, indem ich deine ewige Liebe in diese Puppe setze. Hey, warte! Es ist lange her, Ricardo. Und wir lassen sie mal alleine. Bist du immer noch hinter dieser Person her? Ja. Und wie die zurückkommt. Mau, weg. Sie hat ihre Kraft auf mich benutzt. Und ich habe angefangen, mich seltsam zu verhalten. Aber ich habe auch ihr mein Leben zu verdanken. Also kann ich ihr auch nichts übel nehmen. Edna. Aber ich kann ihr immer noch nicht vergeben. Diese Person, die dich von mir gestohlen hat, oder mich, oder wie ich dein Leben beendet habe. Du liegst falsch, du hast meinen Wunsch erfüllt, du hast mich gerettet. Aber, tut mir leid, aber lass uns das hiermit beenden. Es war nur für eine kurze Zeit, aber wir waren zumindest in Lage, uns wiederzusehen. Ich bereue nur eins. Es gibt etwas, was ich dir geben wollte. Mir? Ja, aber ich war noch nicht fertig, es fertig zu schreiben. Also habe ich das im Zimmer meines Bruders versteckt. Irgendwo, wo er es nicht findet. Wenn du es siehst, bitte lach nicht, okay? Ich werde nicht lachen, aber ich frage mich, was es ist. Ich kann's kaum noch erwarten. Ich kann nicht länger bei dir sein, aber wenn du das mit dir nimmst, kann ich dich damit für immer beschützen. Danke, Edna. Bitte danke nicht mir. Ich bin einfach nur froh, dass wir zumindest noch einmal reden können. Ricardo, bitte pass auf dich auf. Warte! Wenn wir nur eine Nacht haben, kannst du noch ein bisschen länger bleiben? Ja, noch ein bisschen Zeit bis Sonnenaufgang. Also bitte, bis Sonnenaufgang. Das stimmt. In diesem Fall will ich deine Musik hören. Diesen Song, den du mir gespielt hast, als wir uns das erste Mal trafen.
Ah. Ist das nicht romantisch? Aber wir müssen nochmal zurück ins Puppenhaus. Weil wir gesehen haben, bei dieser Puppe hat etwas geglitzert und das wollen wir haben. Und dann beende ich auch den Part, weil ich will nur nicht zeigen, was Ricardo von Edna bekommt. Das machen wir erst im nächsten Part, genau. Und zwar haben wir einmal hier den Hellcrest Stellar. Den bekommt man, das ist den einzigen Stellar mit Hellcrest, den man bekommt. Und ich muss sagen, die Puppe Dana, die sieht Edna voll ähnlich. Ich meine, vom Kostüm her, von der Kopfbedeckung, das hat schon was von Edna. Und diese Schatztruhe, ganz wichtig. Wenn wir die öffnen, erhalten wir ein Kruzifix. Das Kruzifix ist eines der besten Accessoires, die ihr bekommt. Also schmeißt es auf keinen Fall weg. Wir nehmen das Mirror Bracelet raus und dann schauen wir mal. Haben wir es denn? Blutjuwel. Kruzifix. Eine Halskette, die alle Status, Abnormalitäten und Ringabnormalitäten negiert. Ihr wollt diesen Gegenstand haben. Übelst nützlich. Vor allem in den kommenden Fights, die uns noch erwarten. Ja, und das ist schon der Grund, warum ich nochmal zurückgegangen bin. Wie gesagt, ihr wollt diesen Gegenstand haben. Übelst nützlich und wie ihr seht, es ist wesentlich besser als die ganzen Bracelets, die ihr bekommt im Spiel. Von daher, ja. Aber ich würde jetzt sagen, wir speichern jetzt erst einmal. Das Video ist schließlich schon lang genug geworden. Datei, speichern. Slot 1. Und dann machen wir einmal in the parlor. Nicht Parler, doch wir machen so Parler. Jo! Und wir haben gespeichert. Okidoki, dann würde ich erstmal sagen, ich mache erstmal Schluss für heute. In der nächsten Folge schauen wir an, was Edna uns geschenkt hat. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Shadow Hearts from the New World. Ich bin Mahagon LP, bis zur nächsten Folge. Macht's es gut!